Hallo, heute haben wir den aktuellen Katalog hier vor uns liegen und den wollen wir heute zusammen mit euch angucken. Insbesondere, welche Sets wir uns kaufen. Ja, das ist einfach der Katalog von Juni bis Dezember 2024. Mein Mann konnte nicht warten, bis ich das gesagt habe, von welchem Datum das ist. Aber wir fangen jetzt mal an. Hier ist schon mal Dreams drauf, auch ganz cool. Die neuen Sets. Der Rabe ist cool. So, hier natürlich Inhaltsverzeichnis, auf welcher Seite welches Thema ist. Auch wieder Dreams. Bisschen Werbung. Wofür ist der QR-Code eigentlich? Weiß ich gar nicht jetzt. So, machen wir jetzt einmal weiter. Auch die ganze Figur dann durch, die da erscheinen. Aber alles. Die Hexe ist ganz cool. Der sieht auch ganz cool aus. Den gibt es, glaube ich, als Figur nicht. Den dicken. Der Hulk. Der lila Hulk. Dogen, oder wie heißt der? Oder welcher? Doch, Dogen ist das, oder? Ja, die heißen alle irgendwie mit D, glaube ich. DC, Dopa, Matteo. Dupa. Dupa, ja? Ja, von Cooper. Nimmerhexe und das sind die richtigen. Ach, die Astrid, die ist auch neu, oder? Ja. Nova, doch, die hatten wir, glaube ich, vorher schon gehabt. Machen wir mal hier weiter. So, da gibt es einmal einen coolen Mac ab August. Der kostet aber 130 Euro. Finde ich leider ein bisschen zu teuer. Ich weiß nicht, was denkst du denn? Also Max gab es ja auch schon bei Ninjago. Noch und nöcher. Ich weiß nicht, der sieht zwar cool aus, aber 130 Euro würde ich jetzt dafür nicht ausgeben. Ja, da bin ich, glaube ich, eher mal für diese Tiere. Der Rabe sieht auch ganz cool aus. Und hier der rote Panda. Da stehen nur die Traumtiere. Achso, die kann man einmal in Schildkröte und einmal in so einen Vogel verwandeln. Das ist eigentlich auch nicht schlecht. Aber auf 40 Euro, aber mit Rabatt, kann man den, glaube ich, mitnehmen. Und hier ist auch so ein süßer kleiner roter Panda dabei. Ich finde, der hat zu lange Beine. Ja, ja, das muss man ein bisschen umbauen. Ein Panda, einen roten Panda. Wie viel? Wir haben da, ach, vier Figuren haben wir dabei. Ein kleiner roter Panda, so ein komischer Baum, Träumling, Dizzy und Issy. Das ist doch das Vieh von Harry Potter da. Alle Nein, oder? Glaube ich nicht. So, da gibt es einfach auch den Raben, der kostet 45. Ich glaube, da hat man auch ein bisschen mehr dabei. Da kann man so einen Mac bauen und so ein Hund ist das, glaube ich. Und da der hat man cool. Auch fünf Figuren dabei. Ach ja, unseren kleinen Raben. Oder Adler oder was das ist. Da hat man die Böse auch mit bei. Die Nimmerhexe ist auch ganz cool. Ah, die holen wir vielleicht, wenn die im Angebot sind. Vielleicht, aber wir haben auch noch Zeit. Die kommen, glaube ich, erst im August. August war das jetzt. Steht ja hier oben auch. So, da haben wir nicht. Das andere war auch ein Rabe, oder? Nee, das ist ein Adler mehr, oder? Ja, ich bin schon ganz verwirrt. Ein Rabe ist der das. Rabe ist hier, der kommt auch August. Und der Dino, ja, der Dino auch. Oh, so viele August-Sets. Der kostet 80. Ist immer noch heftig. Ja, ist auch noch viel. Und der kostet 100. Auch nicht ohne. Sieht aber auch cool aus. Da hat man die Hexe auch bei. Und dann gibt es so ein süßes Katzenmotorrad für 20. Das kann man sich schon eher kaufen. Und dann eine Catwoman draufsetzen. Ja. Wird man nachher auch bestimmt für 15 Euro kriegen. Und da hat man Zoe und Dupa dabei und so einen kleinen Adler. Oder? Ist der dabei? Hast du hier unten nicht angezeigt. Aber wird er bestimmt auch bei sein. Da haben wir natürlich auch noch die alten Sets. Da haben wir nur... Ne, den Buggy, den hatten wir jetzt nicht geholt, oder? Wir haben nur das hier mal. Hier die Narwal, Heißluftballon. Das war auch im Angebot für 10er. Ja, für 10er. Kann man das auch mitnehmen. Wir haben drei Figuren bei. Oder R2 und sein Hasi. Das Pferd fand ich noch cool. Das haben wir auch noch nicht geholt. Und das Schiff auch noch nicht. Das warte ich noch, ob so ein besseres Angebot kommt. Aber hier die Schildkröte haben wir. Die existiert in Einzelteilen. Ja, das hat Union ja leider auseinandergenommen. Und Krokodil haben wir auch noch nicht. Also haben wir eigentlich nur diese Schildkröte. Dann wir auch gucken, ob wir die noch holen oder ob wir es lassen. Auch noch ältere Sets. Da haben wir den Hasen noch. Den Mac hattest du da auch noch geholt. Mhm. Wenn das günstig war. Damals vorgestellt. Aber sonst... Der Baum ist jetzt auch nicht so geil. Ich weiß gar nicht, die Sets, die kriegen wir auch gar nicht mehr im Handel, oder? So ein Raumschiff und hier. Ja, das kriegen wir vielleicht günstiger, weil das nicht so begehrt war. So, oh, dann kommen wir zu Duplo. Das sind die kleinen süßen Duplo-Häschen.
Das sind keine neuen Sachen, nee. Nee, das sind die bisherigen Ist ja alles überall. so ältere Sachen. Ach, Peppa Pig ist neu. Ja, ob man die braucht. Junior ist da nicht so für, aber das ist ja auch für ein normales Lego. Ja, Duplo ist ja gar nicht mehr so. Hin und wieder mal, aber Peppa Pig braucht er jetzt nicht. Nee, da gibt es mehrere Sets. Auf 70 Euro. Das Auto ist vielleicht nicht schlecht. Das Gibt ja auch den kann tollen man Peppa noch. Pig Park jetzt. Ja, da waren wir auch noch nicht. Müssen wir glaube ich auch nicht rein. Nee. Space ist auch ein bisschen älter. Haben wir die überhaupt schon gesehen? Sagt mir jetzt gar nichts, diese Gefühle. Nee. Aber das Was? findet Junior bestimmt wieder witzig. Der steht so auf Raketen. Weiß ich nicht, ob der die noch gut findet. So, das war auch alles ältere Sets, auch nochmal alles ältere. Was wir empfehlen können, diese Tiere, das sind ganz cool. Kriegen wir auch schon für 100 Euro dieses große Set. Und dann gibt es auch noch ein paar kleine oder die für 10 Euro hat man zwei Tiere dabei. Kann man eigentlich nichts verkehrt machen. So, das ist auch noch Duplo. Ah, da gibt es zu dieser kleine Meerjungfrau gibt es eine Serie. Das sollen die Sets sein. Wie heißt das? Ariel nur. Gibt es eine Serie? Ja, da kommt auf Disney diese Serie. Ach so. Ich weiß gar nicht, ob die jetzt schon läuft, aber das ist jetzt so kommen, so ein bisschen Der ist animiert, wie cool. Spider-Man ist das eigentlich ein Sebastian ist bisschen. cool. Ja. Ist der Fisch eigentlich da? Nee, da ist der Fisch nicht bei. Aber zwei Fabius. Figuren. Ach, Da ist da ein unten anderes ist. Ach Set. so, ich muss dann da unten das andere holen. Also einmal für 20, 90 Euro. Boah. Jo, hier ist ein bisschen viel. Wahrscheinlich ein 40 € Set plus 50 € Lizenz. Ist das eigentlich auch neu? Das müsste auch neu sein, Spider-Man, oder? Einigermaßen, ne? Mals Oder? so Nee, ein bezieht sich, Motorrad. glaube ich, auf alle hier. Ich glaube, das gab es schon. Das waren nur die beiden, die drei hier, oder? Das war die Seite. So. Da haben wir natürlich Züge auch drin. Züge ist großes Thema. Da spielt Junior noch mit. Mit dieser tollen Bahn vor Mit und und ohne zurück. Schiene. Ja. Da hat man ja auch diese Module dabei, einmal Zaun, einmal tankt er, dann dreht er einmal um oder bleibt stehen. Das finde ich eigentlich ganz gut. Das verbummelt er auch gerne. So, jetzt sind wir schon bei 4 Plus. Ach, Gabby's Dollhouse, ja. Eine Katzenverrückte, die mit ganz vielen Katzen wohnt. Und da gibt es jetzt ein paar Sets. Serie kennen wir jetzt nicht so, gucken wir auch nicht. Ja, Da sowas sind wir gucken wir auch nicht raus, näher. durch unsere Zielgruppe. Ist jetzt auch rausgekommen, Juni. Ja, das ist ein bisschen älter, aber ich glaube auch, das verkauft ja auch nicht so gut, das Haus. Das erinnert mich Ist so ein immer bisschen noch an Lego da. Movie Sets. Diese kunterbunten zum zweiten Film. Also Katzenmuffin gibt es jetzt da. Ist ein bisschen witzig. Oh, weiß ich, 3,40 Euro für das, das finde ich ein bisschen viel. Kann vielleicht holen, wenn man diese kleinen Figuren sammelt, aber auch nur im Angebot. Aber das lassen wir mal aus. Da sparen wir unser Geld mal ein bisschen. So, da haben wir Spider-Man. Die Sets haben wir schon. Die gibt es auch ein bisschen älter. Das kam jetzt auch neu raus. Da gibt's, haben wir auch ein Video vorgestellt. Wir verweisen auf unser Review. Ja. Dann haben wir hier, was ist hier neu? Einmal so ein Abschleppwagen. Auch nicht schlecht. Auch 20 Euro, ja. Für 15, ja, muss man überlegen, ob man sich das mitnimmt oder nicht. Kriegst du in City wahrscheinlich auch schon für einen Zehner. Ja, die hat leider auch so ein Hörgerät da. Eine andere Figur Ja, die mal ein Figuren gibt es bisschen, auch bei aber City sonst, so. ja, auch nicht so Irgendwo was sind die. Besonderes. Da Friends natürlich auch ein paar. Ach, sind jetzt auch erschienen. Mobiler Hundesalon für 10. Auch zwei Hunde bei, kann man die auch gut mitnehmen. Hat Lake City Kindergarten, also einen kleinen Jungen mit seiner Mütze, ganz witzig. Vier Kinder dabei, zwei große, vier Kinder. War lustig für 50, ja, ist auch ein bisschen teuer. Sieht nicht nach 50 € aus. Farmtierklinik, ach, da haben wir eine Ziege bei, also für alle Ziegenverrückten. Könnt ihr die Sets holen? Kostet nur 30 Euro, wenn man so ein blödes Tier haben will. Und so ein Schaf ist das, glaube ich, auch. Ja, so ein Lämmchen noch mit bei. Das Oder ist was wirklich sagst du? ein Das
Sagen ein Lämpchen, oder? Und hier unten ist ein Hasi noch. Ja, das kann wohl sein. Da haben wir eine Reitschule noch mit zwei Pferden für 30. Das finde ich eigentlich am schönsten von den ganzen Sets da. Auf der Seite? Ja. Also Hotdog war das auch neu? Nee, das ist auch ein bisschen älter, oder? Das ist doch nur hier oben neu, oder? Das ist ein bisschen älter. Ja, aber Friends sind ja auch nicht so aktuell auf Stand. Nee, wir gucken ab und zu nach guten Rabatten da, was gut aussieht. Ach hier, für die Größen gibt es auch hier Ariel nochmal. 16 Euro. Ja, das kann man ja schon eher mit... Ach nee, das sind zwei Sets. Ich glaube schon... 16 hätte ich ja alles mit. Genau. Das wäre sehr günstig. Nee, das einmal 30. Da haben wir die Ursula noch mit bei. Und einmal für 16 Ariel, Sebastian. Und Sebastian. Ach ja, und hier hat man den Fisch. Also muss man wieder beide Sets holen, damit man auch beide dabei hat. Macht Leben ja nicht zum ersten Mal. Ja, dann mal alte Sets. Ah, ist das neu? Weiß ich gar nicht. Aurora Schloss ist auch ein bisschen älter. Bestimmt. Der Zug ist ganz cool, den haben wir auch. Finde Junior auch super. Es war auch zerlegt irgendwo. Bleibt leider nicht alles ganz. Star Wars noch, die überteuerenden Sets. Figuren sind cool, aber der Preis ist echt heftig. 53. Aber das geht ja momentan auch runter, dass man sich die auch holen kann, wenn man die braucht, die Figuren. So, Jurassic World Park. Ne, das sind auch ältere. Die neuen sind, glaube ich, hier noch gar nicht drin. Die kommen sollten. Nee. Classic ist, glaube ich, auch alles ein bisschen älter. Gibt es auch ein Space jetzt. Ja, diese Classic-Boxen sind immer ganz gut. Man hat viele Basissteine. Und im Rabatt kann man das auch mal mitnehmen. So. Das hier haben wir mal für Junior geholt. 10 Euro günstiger. Ja. Da kann er dann schöne Raketen bauen. Ja. Hat er auch haben gerne. Sie auch nicht, nee. Ja, dann kommen wir zu Disney. Was haben wir da Neues? Ein kleiner Löwe. Ja, der ist süß. 20. Auch für 20 kann man die wohl mitnehmen. Kriegt man zwar ein bisschen auch günstiger, aber der ist ganz knuffig. Also müsste man mal aufgebaut sehen. Ja, und dann ein teures Häuschen für 160. Die Madrigals aus Encanto. Ja, weiß ich nicht, braucht man das? Eher was für richtige Encanto-Fans. Ja. 106. Ja, man hat auch viele Figuren dabei, also... Aber 160 Euro, ja, das ist schon ein Hammer. Wenn man überlegt, was man dafür kriegen kann. Nee, da sind wir auch raus. Vielleicht den Löwen mal für Junior, aber sonst ne. Vielleicht, wenn er den Karton in die Hand nimmt. Das ist mal ein gutes Zeichen. Da haben wir hier noch einen Drachen. Der ist vielleicht auch nicht schlecht, aber 70 Euro kostet das. Das ist einmal Maleficent. Das ist als Sache. Haben wir einen Ritter auch dabei. Ich weiß gar nicht, wie der da heißt jetzt, Dings. Malefiz heißt der. Malefiz als Rache. Ach so, das, ja. Maleficent ist doch ein anderer. Nee, das ist was anderes. Ja, ich dachte schon, warum sind die dabei? Ja, sind wir auch raus. Ja, deswegen, aber 70 Euro finde ich auch ein bisschen heftig. Elsa und ja, Winterpalast, ja, den gab es auch schon auch so wieder oft. Und so ein Schmuckkästchen, ja, ist zwar eine süße Idee für Mädchen, aber 45 Euro finde ich schon echt happig. Kann man sich das besser selber zusammenbauen. Das ist nicht neu, oder? Die kleine Prinzessin, nee, weiß ich gar nicht. Nicht. 100 Euro, das ist auch gut. Falls euch das interessiert, könnt ihr es ja gerne in die Kommentare schreiben. Ja. Ob das neu oder alt ist, was ihr davon haltet. Ist auch überall so ein Ring dabei. Das finde ich ja eigentlich auch ganz süß zum Sammeln. Haben wir noch mal Disney, ein kleines Schloss hier. Cinderella 85, boah, das ist auch ein guter Preis. Also das große für ein 100, da kann man eh besser schon dieses größere nehmen. Vom Preis-Leistungs-Verhältnis hat man da ein bisschen mehr. Das andere ist auch ein bisschen älter. Das ist alles so wisch. Den Film haben wir leider noch nicht gesehen. Mal gucken, ob wir den noch sehen, aber weiß ich nicht. Trailer hat uns noch nicht so umgehauen. Man sehen muss, das Set kann man auch vergessen. Brauchen wir auch nicht. So, da haben wir Friends, die Neuheiten.
Das finde ich eigentlich ganz cool, dass so eine kleine, ja, Burg ist das mit Ferienunterkunft für 100. Das hätte ich gerne, wenn das ein bisschen günstiger ist. 100 finde ich noch ein bisschen viel. Aber das sollte man auch für 60, 70 Euro Ja, für denke ich auch mal. ein Das paar ist meistens Wochen. 30, 40% kriegt man da schon. Da haben die so ein süßes Heart Lake City Café für 30. Ist auch nicht schlecht. Aber dieses Ding, das finde ich so abgrundtief hässlich. Deswegen würde ich das Set nicht holen. Zoom mal ran. Was ist das denn? Irgendein Maskottchen für Waffeln? Ein Nescafé. Oder so ein Croissant. Nee. Ich weiß es nicht. Was ist das? Könnt ihr auch gerne mal schreiben. Wir wissen, was das ist. Preisfrage, was ist Ja. das? Mini-Boutique. Nee, die sind ein bisschen älter. Waren nur die beiden Nein, die ist neuen. es auch neu. Das ist auch neu, oder Das steht Modegeschäft, nicht? ja. Ach so. Das da nicht draufsteht. Also wird das alles neu sein, bestimmt. Ja. Hier ist auch Candy bei. Ach, hier ist auch diese mit der Fleckenkrankheit, die eine, wie heißt die denn? Jordine heißt die. Ist auch mal witzig, dass man so eine auch mal dabei hat. Und hier wichtig, Candy mit I. Ach so, ja, Candy mit I. Ja, hier haben wir alles. Ah ne, hier haben wir noch neuere Sets. Das finde ich ganz cool, diesen Wasserpark für 80. Sarah ist auch, die ist auch neu und Alba, die hatten wir noch nicht da. Ach, der kleine Kraken da auch. Hier auch ganz cool. Kostet 80, da warten wir auch noch ein bisschen. Dann gibt es noch ein kleines Set für 10. Kann man die auch mitnehmen, wenn man Candy haben will. Candy mit I. Und so eine Delfin mit Punkten diesmal. Ist wieder ein bisschen anders bedruckt. Winterchalet, Schiebeske Café, das glaube ich auch nicht neu, oder? Das ist, glaube ich, auch ein bisschen älter. Und dann haben wir einen Smoothie-Stand auch noch. Mit Nico dabei. Eine kleine Schildkröte auch. Ja, ist nicht viel dabei. Also finde ich das am coolsten. Das will ich mir vielleicht auch holen. Ein schönes Angebot. Ach, jetzt haben wir Ewok Village in Fan-Style. Für 130 Euro. Finde ich auch nicht schlecht. Hat man 5 Figuren dabei. Und können ja auch hier rutschen, mit dem Kanu raus, hier auch an dem Seil da ranhängen. Da ist ein Eichhörnchen auch bei und eine Eule. Die Eule ist kleiner als das Eichhörnchen. Aber von dem Set her würde ich fast behaupten, dass der Preis gerechtfertigt ist. Ach, die Biber sind hier unten auch neu. Zwei kleine Biber bei. Die sind ja lustig. Und ein kleiner Igel. Ich glaube, auch schon ein Frosch ist dabei. Oh, ich liebe das ja immer, wenn die Tiere bei sind. Habe ich da noch was bei? Ach, hier kann er so ein bisschen schwingen. Paar Nüsse, Bienchen sind da auch wieder bei. Kleine Bienchenteile. Finde ich eigentlich nicht schlecht. Sind viele Teile bei. Auch so Baumstümpfe hat man hier unten mit bei. Die rutschen, die Platten hier unten sind nicht schlecht aus. Also von den Teilen ist das nicht schlecht. Dann haben wir noch hier Abenteuercamp mit Kajak. Haben wir auch nochmal ein Kajak hier extra. Da haben wir auch einen kleinen Bär dabei. Achso, die sitzt hier am Boot. Mal diesmal eine Mütze auf. Ach, da hat sie auch ihre kleine Prothese schon. Weil bei den anderen Sets war die jetzt nicht bei, oder? Nee. Doch, in dem kleinen hier. Achso, da ist sie auch bei. Bogenschießen, Abenteuercamp. Da hat die auch die Prothese. Und da ist, glaube ich, der Clou auch, dass man zwei verschiedene Köpfe hat. Weil hier sieht man, das Zwinker, der hat ja ein Auge zu, damit sie es sehen kann. Und hier oben hat sie beide Augen auf. Wir werden das noch herausfinden, denn Ja. dieses Set haben wir auch für einen Zehner bekommen, für Junior. Weil er das, glaube ich, ganz witzig fand, Pfeile abzuschießen. Ja, da können wir ja auch mal ein Video machen. Ist auch ein kleines Set. Hier ist auch so ein kleiner Waschbär mit bei. Also für alle Tierfans. Hier unten waren ja nur so ein Fisch, da war da auch nichts bei. Das Boot ist auch interessant. Ach, das ist noch so ein rosa Frosch weiter hier unten. Und dann haben wir diese gemütlichen Hütten auch noch. Als Campstyle. Hier haben sie so einen kleinen Fuchs. Fahrräder, ist auch cool. Kleines Lagerfeuer.
Aber da finde ich 45 Euro wieder ein bisschen teuer. Ja, ist teuer. Sky ist auch neu. Nee, das finde ich ein bisschen viel. Vielleicht für 30. Mal gucken, ob man für den Preis das kriegt. Nee, so finde ich ein bisschen viel, weil da ist ja nicht so viel drin. Haben jetzt nur ein paar Betten. Nur damit man den Fuchs hat. Und einen Baum hat man da oben auch noch. Ja. Die Frage ist, das am besten? Und das finde ich, glaube ich, von den ganzen am besten. Die zwei Sets. Da müssen wir auch noch gucken, ob wir uns holen oder nicht. So, dann geht's weiter. Hier kommen so ein bisschen ältere Sets. Das Kaufhaus ist nicht schlecht mit diesen Rolltreppen. Das finde ich ganz cool. Kostet auch nur 120 Euro. Das ist dann doch ein bisschen teuer. Oder das Krankenhaus oder die beiden Häuser. Ganz süß. Ach, da war Seite so viel. Ja, da haben wir die alten bekannten Sets. Das ist auch noch cool, aber da warten wir auch noch ein bisschen. Tiere, das ist auch ganz süß. So ein gutes Mitbringsel für 10 Euro. Hat man zwei Katzen dabei, zwei Fische, zwei Figuren. So ein bisschen was zum Spielen. Also finde ich ganz süß. Und Kinder so mitnehmen da, dass sie was zum Spielen haben. Dann ist Space auch noch. Mit einer Rakete. Ja. Julia hat das Set auch schon entdeckt. Nicht bei uns zu Hause, aber im Laden. Und ich glaube, das würde ihn auch interessieren. Ja, da warten wir auch noch einen tollen Preis. So eine Space-Katze mit bei. Das hier unten, ja, das ist ja nicht so cool. Und ja, die brauchen wir jetzt auch nicht so. Auch noch alles ältere Sets. Ja, die ganzen Zimmer, die waren jetzt immer gut im Rabatt drin. Bei Amazon oder so. Ach, das haben wir auch noch im Rumfliegen. Das kann ich auch noch mal zur Not aufbauen. Also das waren 1000, nee, 800 Teile, glaube ich. Das dauert ein bisschen länger. Das hier. Schreibt es gerne in die Kommentare. Wollt ihr das Set sehen? Oder überhaupt Friends Sets? Also Live Magazin. Da haben wir hier noch die Blümchen. Also ich habe ja bald Geburtstag, Schatz. Ja. Blättern wir mal weiter. So, dann haben wir hier Creator. Hauptstraße. Das haben wir auch so im Laden gar nicht gesehen. Oder ist das extra limitiert da? Weiß ich gar nicht. Nee, die exklusiven Sets sind eigentlich nie im Katalog drin. Ach so. Aber trotzdem, ich habe es auch noch nie gesehen. Nee, das ist irgendwie untergegangen. Teilexklusiv. Ja. Aber sieht gar nicht mal so schlecht aus. Nee, das wäre nicht schlecht. Auch 140. Aber wenn du das im Vergleich mit Friends oder City setzt, sieht es schon irgendwie interessanter aus. Rollstuhlfahrer auch da. Ist auch schön, dass sie auf dem Haus Musik machen. Da fällt ja auch keiner runter. Dann. So, aber neu ist dieses moderne Haus. Ja, ich bin am Überlegen. Einerseits ist das nicht schlecht, so was Modernes, aber ich glaube, das ist schon fast zu modern für meine Verhältnisse. Da kann man auch bestimmt umbauen, das ist auch nicht schlecht. Das kostet 100 Euro. Oder was denkst du? Findest du das gut? Ich finde es zwar so interessant, aber ich glaube nicht, dass das was für uns ist. Also für mich jetzt nicht. Nee, das kann man wohl auslassen. Gemütliches Haus. Ist das neu? Glaube ich nicht, oder? Das habe ich auch so noch gar nicht gesehen. Nee, aber wir haben auch noch nicht so auf Creator geachtet. Nee. Wenn da nicht gerade so Kracher-Sets bei sind. Ja. So, das sind alles ältere. Space. Die Achterbahn finde ich nicht schlecht. Kostet nur 105 Euro. Warten wir auch noch ein bisschen. Oh, ich habe Benni da auch mit bei wieder. Leuchtstein. Finde ich ganz cool, so eine Achterbahn. Das andere ist auch ein bisschen älter. Einen neuen Dino gibt es in grün. Weiß nicht, ob der ein bisschen anders gebaut ist. Auch kannst du drei Dinos bauen. So cool. Für 60 Euro. Das ist auch wieder. Habe ich.
Das werden wir aber nicht so holen. Das sind alles ältere Sets. Ein bisschen Werbung für Legoland und Discovery Center. Space, wo das überall auftaucht. Das ist interessant. Minifiguren, die haben wir jetzt nicht gesammelt. Da hatten wir nur zwei Stück. Da habe ich auch ein Video gemacht. Einmal den und hier diesen Alien-Koch. Aber weiß ich, die anderen, ach, die hauen mich nicht so um. Aber habe ich die auch nicht gesammelt diesmal. Da warten wir auf Dungeons und Dragons. Die kommen ja September. Ob die cooler sind. Da soll ja so ein Drache bei sein. Oder Drachenfigur. Mal sehen. Warten wir mal ab. So, alle Space Sets. Die sind auch ein bisschen älter. Da haben wir den kleinen Rover. Ach, den kleinen Mac. Ach, den kleinen Mac haben wir auch noch. Haben wir auch noch. Bauen wir vielleicht auf, mal sehen. Ach, hier sind wir City und das Coolste ist, diese Sets, die müssen wir alle haben. Und wir haben davon, wir haben schon, nee, drei, doch drei Stück, ja. Mit dem Tiger, können wir auch gerne nochmal reviewen. Ja, das müssen wir mal zusammen suchen. Flugzeug. Ja, da kam ja schon ein Video. Das Kleine kommt bestimmt nochmal ein Video. Und das Große ist auch sehr cool, besonders da man zwei Gorillas hat und ein Baby-Gorilla. Mhm. Ganz cool. Da warten wir aber auch auf Rabatt. Ja. So, das Kleine hier kostet 10 Euro mit dem kleinen roten Panda. Der Tiger kostet 30 und das Flugzeug 23. Eigentlich sind das schon gute Preise. Also war schon im Angebot für 20. Also ja. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Selbiges gilt für ja, und das alles wir auch. Früher ja, hatte man mal Felder zum Ankreuzen. Ach ja, die sind weg. Seit wann sind die denn weg? Seitdem man alles kaufen muss. Weg. Ja, muss man alles kaufen. Also auch noch ein bisschen ältere. Seltene Sets gewürdigt haben sie hier einmal. 53. Boah. Die ganzen Autos, da sammeln wir keine von. Ein bisschen zu teuer auch. Achso, das sind die Zwischendinger. Und hier sind auch wieder coole Sets. Der ist richtig cool. Junior hat richtig Spaß mit dem gehabt. Und ich natürlich auch. Beim Bauen. Den hier haben wir auch schon geholt mit Rabatt. Der wird auch auf jeden Fall gebaut. Und der Kran. Auf der Liste. Steht auf der Liste. Er kostet 110, da warten wir auch noch ein bisschen. Der wird auch noch ein bisschen Preis runtergehen. Ich habe ihn schon für 87 oder 84 gesehen. Ich glaube, den hattest du auch günstiger gekriegt. Den ja, den habe ich für 39,99. Ja. Und das andere war gleich Normalpreis 100. 10 Euro habe ich günstiger. Achso, war doch auch günstiger. Ja, guck. Kann man den auch mitnehmen. Aber auch für 100 Euro ist der cool. Also, da kommt auch noch ein Video, wo ich dann ins Detail gehe. Aber absoluter Bau- und Spielspaß garantiert. Ja, der ist auch so groß wie der Lego-Truck, so ungefähr. Also wenn ihr gerne wissen wollt, wie groß der ist. Das Video haben wir auch online. Könnt ihr euch auch gerne angucken. So, das sind alles ältere Sets. Ach, das haben wir auch noch. Das hier haben wir auch. Ach ja, das müssen wir auch noch zusammenbauen. Das hier ist gebaut. Ach ja, das hat Junior schon. Das hat Junior gebaut und zerlegt. Da haben wir die Einzelteile noch. Aber er hatte Spaß damit hier. Ja. Das ist auch cool, so. Das ist auch alles ältere. Ach hier, den kleinen Bus, der ist neu. So ein Reisebus ist das für 30 Euro. Kriegen wir auch schon ein bisschen günstiger. Den haben wir auch schon. Haben wir auch schon geholt. Hast nicht 20 bezahlt? Für 20. Für 20, guck, 20 mit Baby bei und viele Personen. Also der ist doch cool. Für 20 Euro nimmt man mit. Bus braucht man in der City-Stadt. Haben wir noch, ach, ab August kommt die Straßenbahn für 90 Euro. Die sieht zwar cool aus, das Problem ist, die ist, da ist kein Motor drin, oder? Nee, da nee. Kann man nie mit rumfahren. Und für 90 Euro. So, da sind wir wieder und wir waren am Überlegen, ob wir die Straßenbahn nehmen. Sind uns aber unsicher, deswegen ein Fragezeichen. Ja, cool ist das schon. Ah, das muss ich im Laden sehen, glaube ich. Ob die so überzeugt?
Das nächste Set ist dieser Hafen mit Frachtschiff, was eigentlich auch ziemlich cool aussieht, aber ich weiß nicht, ob das so wirklich so gut ist, wie man denkt. Ja, kostet 110 €. Da kann man ein paar Sachen mitmachen, aber ich finde das schon, das Schiff ist sehr groß und der Hafen ist dagegen ein bisschen klein. Deswegen Fragezeichen. Ja, da muss man nur überlegen. Das ist schon cool, dass man das da draufladen kann und darunter. So Spielspaß wird da bestimmt mit bei sein. Aber ja, weiß ich nicht so. Haben wir hier noch? Ach, haben wir auch noch so eine Achterbahn, Robotomek, für 100. Geht das einmal durch da? Sieht auch witzig aus, aber 100 €. Aber ich finde, das sieht so zusammengewürfelt aus. Ja, das. So, wir haben eine Achterbahn, die ist nicht teuer genug. Dann haben wir noch ein Mac dazu. Ja, da finde ich die Spacebahn schöner. Ach, die finde ich jetzt so schnell nicht. Also da war es so ein bisschen mehr dran an der Spacebahn. Also sparen wir da wieder Geld. Nee, die ist noch nicht so ganz. Ist zwar interessant, dass das hier durchfährt, aber das kann man auch selber bauen. Also das ist ja nicht so, was weltbewegend ist. Oh, da kommen wir zu den geilen Sachen. Ninjago. Geht immer. Ja. Ab Juni schon. Ein riesen Kohl ist das. Kohl-Titan-Drachen-Mech. Für 100 €. Eigentlich sieht das schon cool aus. Coole Figur, aber nur eine einzige Figur. Ah, das ist nur eine Figur. Ja, klar. Das ist kein Bösewicht zum Verkloppen. Das finde ich Sind schon schade. alle weg. Dann haben wir eine Kombi-Raupe. Ja, diese Raupen, die gab es auch schon zwei Stück von. Finde ich auch nicht so berauschend für 90 €. Vielleicht wegen der Figuren. Ach so, ja, kannst du noch auseinanderbauen. Hast du zwei Motorräder? Kann ich gleich mit mir Ja, da dran auch mal ein zeigen. Fragezeichen. Ja, also vier Fahrzeuge dann nachher drin. Aber braucht man das? Ja. Also der Sammler der Figuren. Vielleicht. Allerdings gibt es sie im Heft ja auch schon mittlerweile, die neuen Figuren. Vielleicht gibt es die ein oder andere auch später im Heft. Da haben wir so ein Turnierarena, die hast du doch, glaube ich, schon. Für 50 €, die hast du, glaube ich, auch günstiger gekriegt. 10 € günstiger. Das Top auch mit bei. Die war vorher, doch, ah, die gab es schon mal, oder? Mit anderen Haaren bei den größten Sets. Weiß ich nicht, aber die kommt doch in Staffel 4, glaube ich, vor. Also Die ganz zu kommt auch Anfang mit. noch. Böser. Oh, böser Jay. Wird der böse? Und das Coolste ist dieser Drache. 150 €. Habe ich schon 10 € günstiger gesehen, aber da warte ich noch. Aber der sieht echt gewaltig aus. Aber den werden wir nehmen. Ja, sechs Figuren. Drei böse, drei gute. Wildfire sieht, glaube ich, bald ein bisschen anders aus da. Und haben es auch ein bisschen anders gemacht. Aber das Coolste ist auch hier so kleine Drachen, die hier rumfliegen, die so durchsichtig sind. Ja, die sind witzig. Nee, sechs Stück sogar. Eins, zwei, drei, sechs Stück. Also das ist mega viech ist das. Und dann mit diesem Aufbau hier hinten drauf. Das sieht einfach nur cool aus. Dann gibt es auch so ein kleines Eismotorrad. Habe ich auch schon besorgt. Baue ich eventuell für Junior oder mit Junior auf. Vielleicht review ich es auch. Wenn ihr es sehen wollt, schreibt es gerne in die Kommentare. Das ist ein älteres Set. Also was heißt älter? Anfang des Jahres, glaube Ja. ich. Haben wir hier auch nochmal liegen. Haben wir, glaube ich, auch schon ein paar Mal geholt. Das gibt es ja auch für 7 € jetzt. Also für vier Figuren nimmt man das schon mit. Den kleinen, da haben wir auch schon ein Video gemacht. Für 15 €, den kriegen wir auch für 10 € schon. Ja. Ja, also. Achso, Mac hast du noch nichts gemacht. Nee, da wissen wir noch nicht. Ah, ist auch blöd ein. Ja. Machen wir Fragezeichen hier hin. Wenn überhaupt Fragezeichen. Ja. So, aber das nicht. Also das sind die älteren Sets. Da haben wir von dem Drache auch ein Video gemacht. Ach, den Max hatten wir. Ich weiß gar nicht, da auch ein paar Können wir Videos. kurz Ja. machen? Alle vorhanden. Alle vorhanden, aber Videos jetzt haben wir da nicht gemacht. Nee, da kommt vielleicht noch mal ein Video Ja, hier. das ist auch cool. 120 kriegt man jetzt auch für 80 € haben wir das geschossen. Das ist echt cool. Diesen Drachenkopf. Den Mac hattest du Den nämlich hatte auch. ich Den auch hatte mal ich jetzt besorgt, auch. auch günstiger.
Muss auch mal aufbauen. Ich habe auch 30% Rabatt. Ja, das ist auch ganz schön. Den Bunny habe ich ja auch schon reviewed. Ja, der ist auch cool. Den können wir auch empfehlen, der ist echt cool. Ist halt ein bisschen teurer für 50, aber haben wir jetzt auch so Mitte 30 auch gesehen. Ich glaube, ich hatte 32 ausgegeben. Ja, haben wir noch Ältere, ein paar Drachensets. Die haben sie auch hier noch drin, den Eisdrachen. Die davor noch. Ja. Ach, Animal Crossing, da sind wir leider nicht im Thema drin. Da holen wir uns auch keine Sets so. Lediglich das Polybag habe ich für Junior mal geholt, aber die Begeisterung hielt sich in Grenzen. Ja, da muss man auch Fan sein, glaube ich, von den ganzen Figuren. Da sind die vielleicht ein bisschen putzig. Aber die Preise sind auch ein bisschen heftig, da finde ich. 75 € für diese zwei kleinen Häuser, 40 für das. Und das kostet schon 15. Ja, weiß ich nicht. Dann nehme ich lieber meine alten Fabuland-Figuren. Die sind auch so ähnlich. Und die haben wir schon. Hier ist auch so ein Vogel. Ist der hier auch irgendwo drauf? Der Vogel? Ach, der ist hier oben in dem Flugzeug. Ein Dodo. Ein Dodo. Ausgestorben. Achso, das kommt auch August. Ne, die ganzen kommen alle August. Die anderen gibt es ja schon. Mario. Gibt es auch wieder. Da, ja, da sind die alle wieder mit bei, oder? Ja. Da ja. Hast einmal alle Figuren bei. Ist ja auch wieder ein Muss. Wenn es neue Sets kommen und die schon EOL gegangen sind, nützen einem die Sets ja nichts. Kosten alle 50 €, also kann man sich aussuchen, wie man haben will. Peach, Luigi oder Mario. Hier ist das komische Zauberviech da auch mit bei. Das ist Schildkröte auf der Wolke. Und Yoshi ist auch dabei. Das werden wir uns auch nicht holen, weil das spielen wir lieber an der Konsole als so manuell mit denen. Da haben wir auch noch, das sieht auch witzig aus. Bowser Schnellzug, 120 €. Auch eine Hausnummer. Da haben wir ein Spukhaus, gibt es hier auch. Knochen Bowsers, Festungsschlacht. Wenn das jetzt nicht zum Spielen wäre, zum interaktiven Spielen und die Figuren, Minifiguren Maßstäbe hätten, dann würde mich das schon reizen. Aber so, nee. Gibt es noch einmal so ein Schloss. Einmal Gumba Spielplatz für 15. Yoshi haben wir auch noch einmal bei für 38 so. Kann man sich ja eher dieses kleine Schloss holen. Auch 65 ist auch schon. Ja, das sind hohe Preise. Aber die kriegen wir auch günstiger, glaube ich. Ach, das sind, glaube ich. Nee, das sind ältere, glaube ich, alle. Lego Bilder, Werbung. Minecraft ist auch nicht unser Bereich. Ja, dieses Schiff, weiß ich nicht. Mir persönlich gefällt die Optik einfach nicht von diesen eckigen Figuren. Ich kenne das Spiel auch nicht, hat mich auch nicht so interessiert. Hat bestimmt Abnehmer so, aber wir sind da halt raus. Ja, und Lego ist ja so weit, die kriegen ja jetzt Rundungen hin und warum wieder eckig bauen, wenn man es rund bauen kann. Aber wir können ja so kurz die Sets ja durchgehen. Gibt es eine neue Mine in dem Badland? Für Badlands, oder? Badlands, 60 €. Da ist ein kleiner Esel bei. Oh, guck mal, hier so ein kleines Schnuffelhäschen. Das ist ja süß hier. Dann einmal Piratenschiffsreise. Dann einmal dieses große Schiff mit diesen Drachen. Da sind die ja, glaube ich, alle so heiß hinterher. Enderdrache für 80. Kirschblütengarten, 28. Dann gibt es einmal Wolfsfestung. Da haben wir noch so Wölfe dabei. Bienenhäuschen. Ich weiß gar nicht, ist das auch neu? Ich glaube, das ist auch neu, die Bienchen da. Und das andere Panda, das gab es, glaube ich, schon. Das sind auch alles ältere. Ja, Fuchs noch. Die neuen Minion-Sets gibt es auch schon. Aber ich glaube, die kommen auch nicht so gut an. Die sind auch viel zu teuer. 100 € für dieses Häuschen. Das finde ich überhaupt nicht schön. Nee, das ist gerade weil der Gru so eckig ist. Ja, der guckt auch so komisch. Und das Schlimme bei diesem anderen Set hier,
die Figur Gru ist ja gerade so witzig wegen der langen spitzen Nase, die man hier logischerweise weggelassen hat, weil es eine Minifigur ist. Dadurch geht viel Charme verloren, finde ich. Mhm. Und auch, dass die Minions hier so Aufkleber haben. Das sieht bestimmt komisch aus. Und natürlich wieder ein anderer Farbton. Ja, das nehme ich auch nicht. Wenn das Baby ist, süß noch. Aber braucht man das um 100 Euro und dann dieses Baby? Hier hat man das ja auch mit diesen Aufkleber, glaube ich. Oder war das ein Druck? Nee, das war auch Aufkleber bei den großen Sachen. 25. Das geht vielleicht noch, dieses Bananenboot als Mitbringsel, wenn die Kinder Minions mögen. Oder... Ach so. Den hier vielleicht. Ja, der Partybus ist auch süß. 40 Euro. Er mag die Minions, aber ich weiß nicht, ob Lego jetzt so fasziniert. Ja. Sonic gibt es auch wieder was Neues. Da hat man diesen Fuchs dabei. Tails heißt der. Ganz süß. Auch in seiner Kugel so ein Bötchen bei. Kostet auch 55 Euro. Ist auch happig. Guck, nee, das war auch ein bisschen älter. Oder ist das alles neu? Weiß ich gar nicht. Die sind, glaube ich, alle neu. Doch, dieses Schießteil war, glaube ich, auch neu, ja. Da haben wir auch das Mädchen bei, Amy. Und auch von Stunts diese Teile, von denen er Jojan kann. Ach, dann zu den neuen Nuggets-Filmen, glaube ich. Nuggets heißt der. Knuckles, ne? Knuckles. Nicht Nugget. Nicht Nugget. Vom Fahrzeug typisch dann. Typisch wieder nur ans Essen denken. Ja. Dann gibt es so ein Mac 35, aber 80 auch für dieses Gerüttel. Ach, hier so ist ein Fahrzeug gibt es auch für 10 Euro mit Miles Morales. Ach so, ja, das sieht auch so ähnlich aus, aber das ist ein bisschen kleiner. Ja, ja, ist klein und hat aber auch so einen Bohrer. Ja, aber hier hat man hier diesen Super Sonic bei, in Gold-Gelb. Und dann hier einmal den Shadow. Der ist auch dabei, also zwei coole Figuren. Ach, für 80 Euro, nee. Und dann hat man den, ach, den Nagel zwar dabei. Und Rogue, oh, da kann ich mich gar nicht erinnern. Hm. Und hier haben wir auch wieder Amy dabei, ab August, auch 35. Ja, sind Sets, die wir uns nicht holen werden. Wenn vielleicht das einmal für Juni zum Schießen, ist bestimmt witzig, aber nicht so den Preis. Dann müsste das stark runtergesetzt sein. Ja, das sind die alten Sonic Sets. Jurassic World gibt es auch ein paar neue Sets, die kommen ab. Steht gar nicht neu. Ich habe gelesen, dass die im Juni neu erscheinen, aber noch nirgends gesehen. Nee, habt ihr auch noch nicht gesehen. Die finde ich ganz cool. Aber maßlos überteuert. Ja, aber die hätte ich gerne, die beiden. Der LKW sieht auch cool aus. Aber das kostet 90 Euro, auch ziemlich viel. 70 Euro. 65 für ja, das andere. 60. Hast ein Auto und ein Stego. Ja, Stego hatte man noch nicht gehabt. Ja, den kleinen ja. Dino, den hatten wir schon. Und dann gibt es einmal Bumpy für 25. Der ist noch am günstigsten. Der kann auch sich ein bisschen bewegen da. Das ist auch so aus dieser Zeichentrick, die animierten Serie. Da findet man den kleinen Bumpy. Ja, das sind alles ältere Sets. Auch alles ziemlich teuer. Da gab es Harry Potter, gibt es jetzt auch neue Sets. Das finde ich echt hässlich. Das ist eine Alraune für 70 Euro. Die Blätter finde ich nicht schlecht, aber mir wurde gesagt, dass das Aufkleber sind. Da finde ich das auch wieder ein bisschen blöd, wenn man das alles bekleben muss hier oben. Ja, sieht man hier doch. Ich glaube ja, auch nicht, dass das bedruckt ist. Das würde mich sehr wundern. Dann gibt es auch wieder ein Bootshaus da. Oder war das älter? Nee, das sind ja ein bisschen älter, oder? Nein. Die gehören jetzt zu der neuesten Kombination. Also, wenn wir auf der anderen Seite die große Halle jetzt wieder neu haben, ist das, glaube ich, kompatibel mit der neuen. Ach so. Dann haben wir hier nochmal als Zaubertrank. Das war ja dieses, was man auch zusammenklappen kann. Das finde ich nicht schlecht. Ach, 40 Euro. Ist auch ein bisschen viel. Und ich habe ja diese alten Gebäude und da will ich auch nicht wieder was Neues dazu haben. Das finde ich dann blöd, das passt dann wieder nicht. Der Preis ist auch heftig, wenn du hier auf das Schloss Hogwarts mal zeigst. Ja, 200 Euro. Ist aber auch ein Riesending. Hast auch den Troll dabei, viele Minifiguren. Professor Vector, die gab es auch kleiner nicht. Ich kenne die nicht mal.
Ach, wer war das denn nochmal? Ja. Ja. Vielleicht wurde die auch erfunden. Glaube ich nicht. Ah, dann gibt es auch neu hier die beiden Geschäfte. Ollivanders und Madden Hawkins, ja. Anzüge von 90. Aber das rechte Gebäude finde ich nicht schlecht, aber dieses lila-grau, weiß ich nicht, das finde ich sehr schrill. Sieht gar nicht mal so schlecht aus, aber ich würde das jetzt nicht für Harry Potter halten. Nee, und 90 Euro, nee. Und vielleicht 60 Euro ausgeben. Ja, aber die Aufkleber ist auch wieder total andere Farbe da. Zumal es ja auch nur halbe Häuser sind. Ja, ist ja auch zum Spielen gedacht, dass man hinten auch rein... Hätte ich lieber ganze Gebäude, da hat man mehr von. Aber man hat auch wieder... Jetzt andere Zauberstäbe hier. Ist auch ein neuer Mold. Ein bisschen breiter da. Dass er mal ein bisschen mehr Auswahl hat. Finde ich nicht schlecht, aber nee. Ist ein Set, was ich auch nicht so haben muss. Sieht zwar ein bisschen nett aus, aber nee. Können wir auch sparen. So, das sind ein bisschen ältere. Dann gibt es hier nochmal die Spinne in neu. Aragog. Für 20 Euro. Die finde ich nicht schlecht. Die sieht schon gruselig aus. Lässt man, die sah ja so komisch aus. Aber 15 Euro hätten sie auch getan. Ja. Also war das nicht am Anfang mal 10 Euro, das erste da mit der Spinne? Oder war es auch schon 20 Euro? Weiß ich gar nicht. Das habe ich auch. Und dann gibt es einmal den Hippogreif, weil sie sieht so komisch aus. Ich weiß auch gar nicht, wo die Augen sind. Sollen das hier vorne die Augen sein? Weiß ich nicht, das sieht irgendwie komisch aus. Nicht schön. Hagrids Hütte, war die auch neu? Die war auch neu. Ach, da hat man hier den kleinen Norbert auch mit bei. Den finde ich ganz süß. Den hätte ich gerne, aber da kaufe ich nicht das ganze Set für 75 Euro. Da haben wir auch den Hund. Aber wie hieß der Hund denn? Den, oder hatte der keinen Namen? Weiß ich gar nicht. Mit dem sie im Wald waren. Ja, die Harry Potter-Fans unter euch werden es wissen. Ja, die werden es wissen. So, hier ist wieder eins, was mein Mann unbedingt haben will. Ja. Ich möchte unbedingt den. Ja, glaube ich nicht. Na gut. Nein, für mich interessant wäre das blaue Batmobil. Basiert auf der Animationsserie, die ich jetzt vor kurzem mal wieder gesehen habe. Ich kannte sie als Kind oder Jugendlicher. Fand sie ganz interessant. Ja, heute... Wirkt das alles ein bisschen anders, aber es wäre mal was anderes. Die Stud-Shooter würde ich abnehmen. Und ich habe gesehen, der Batman hat ein Gummicape. Ich finde das auch mal interessant, dass man eine andere Farbe hat. Weil Batman ist immer schwarz, schwarz und schwarz und schwarz und schwarz. Ja, und besonders. Jetzt ist endlich blau. Da haben wir ja das Schwarze. So ein ähnliches habe ich ja schon. Brauche ich nicht schon wieder ein Schwarzes, nee. Und nicht wieder ein Batwing. Das hier. Braucht man überhaupt nicht. Nee, 4 plus. Auch 35 Euro. Ja, viel. Oh Gott, da ist ein Teil runtergefallen. Alles gut. Den braucht man auch überhaupt nicht. Warum soll man 15 Euro für eine Batman-Figur bezahlen, die du für 6 Euro in jedem oder jedem zweiten Magazin kriegst? Ja. Der hat übrigens kein Gummicape, sondern das normale. Achso, ja, das ist Stoff. Und dann hast du einmal die Figur auf dem Motorrad. Batpod. Aber das ist doch die gleiche Figur, die hier ist. Da kann man sich ja eigentlich eher das hier holen für 75 als die Figur für 38, oder? Nein, weil das der Batman von den alten Filmen sein soll. Also Keaton, glaube ich. Ja, aus dem zweiten Batman-Film. Ach so. Und das ist, soll Christian Bale sein. Ja. Ich sehe da nicht viel Unterschied. Vielleicht ja, ein bisschen der Mund. Ja, im Symbol sieht man es hier. Ach so. Bei dem anderen sieht man es nicht, aber in der anderen Trilogie hat er ja so ein Fahrzeug. Ja, weiß ich sehe da den Unterschied nicht. Ich bin aber auch nicht so für Batman. Und ich bin nicht so für diese baubaren Figuren. Ja, dann mal schnell weiter. Oh, jetzt kommst du Marvel. Marvel ist ein bisschen besser. Der ist absolut hässlich. Ja, nicht schön. Hat ganz dicht hier, damit wir alle schön nachts schlafen. Boah. Was gibt's da Neues? Da wirst du bestimmt auch was haben. Da weiß ich doch hier das kleine Undin. Das Schiff der Guardians, die Milano. Ein Pflichtkauf. 180 Euro. Ja. Ah, für ein Marvel-Set
vielleicht noch verschmerzbar. Also die Benatar in ähnlicher Größe habe ich bei mir stehen. Richtig geiles Set. Hier hat man dann auch alle 5 Crewmitglieder aus dem ersten Film. Definitiv. Pflichtkauf. Das ist, glaube ich, auch so groß wie die anderen Raumschiffe. Wie der Quinjet und die Benatar. Ja, kann man schon daneben stellen. Bei dem hier weiß ich nicht so recht. Ich finde ihn süß, auch für 45 Euro finde ich echt viel. Der soll auch ein bisschen wackeln. Also ich weiß gar nicht, wo der Hebel war, hinten oder so. Da wackelt er so ein bisschen hin und her. So ein lustiger Gimmick, aber nicht für 45 Euro. Finde ich ein bisschen viel. Und da gibt es noch wieder Avengers Set. Ab August. Ja, das wird wieder sehr teuer. Muss ich nicht viel zu sagen. Die Avengers-Filme einfach cool. Man hat hier in dem großen Set alle Avengers. Iron Man, Black Widow, Captain America, Thor, Hawkeye und Hulk und noch 3 Schurken. Dieses kleine Diorama, was es darstellen soll, ist nicht so geil. Aber ich finde es ganz nett gemacht und man kriegt es bestimmt auch mit Rabatt. Also keine 100 Euro, sondern 70, denke ich mal. Dafür sollte man es unbedingt mitnehmen. Gerade wenn man Age of Ultron geguckt hat. Mhm. Sind auch neue Figuren. Hulk hat, glaube ich, eine andere Hose. Der hat auch seinen drehbaren Kopf jetzt, genauso wie beim Avengers Tower. Ach ja, das ist cool. Weißt du, der Iron Man ist auch nie neu, oder? Ist das ein neuer Anzug? Der Helm ist nur neu, glaube ich. Sammeln muss. Das hier sollte man mindestens einmal haben, weil ich die Iron Legion auch cool finde. Das Blöde dabei ist natürlich, wenn du es mehrmals kaufst, hast du immer wieder Iron Man. Ja, hat man den sehr oft dabei. Auch ein Bösewicht, das ist auch gut, für 22 Euro. Ja. Gut, dann hast du ein paar Soldaten, aber das ist doch der gleiche wie hier unten. Ja. Ich gucke gerade, Iron Man sieht auch ziemlich gleich aus hier, oder? Ja, das wird wohl die gleiche Figur sein. Ist ja der gleiche vielleicht ein bisschen anders, oder? Hier sieht das so goldiger aus, aber könnte fast der gleiche sein. Ja, und das auf jeden Fall, basierend auf dem ersten Avengers-Film, ein Pflichtkauf, so ein cooles, wie heißt er, Leviathan-Viech, Hulk, man hat Loki mit Gummicape, Captain America kann man immer mal haben, Black Widow hat man jetzt auch schon genug von gehabt, aber den hatte man auch schon öfter, aber allein Hulk, Gummicape, ja. Der... Für 50 Euro kriegt man nachher bestimmt auch günstiger. Ach, das, ja, der sieht auch wieder ein bisschen anders aus. Der ist hier wieder eine andere Hose. Ja, 2 verschiedene Hikes. Ich habe das Gefühl, der August wird teuer. Hier haben wir den Quinjet. Der wird da so ähnlich so groß sein wie der. Ja, das sind auch alles alte Sets. X-Men war auch ein bisschen älter, dieses tolle Raumschiff. Was soll man dazu sagen? Fast das identische Raumschiff gab es vor, ich weiß gar nicht wie viele Jahren. Ich glaube 14 hatten wir das gesehen im Laden. Ja, 14, kann sein, 15. Gut 10 Jahre. Ja. Also damals auch 4 Figuren und ein baubarer Schurke, Sentinel, so heißen die da, für, ich glaube, 45 oder so, nee, 50. 60 oder so. Ja, das sind 60 Euro. Das haben wir auch ein bisschen günstiger gekriegt damals. Jetzt hat man quasi den gleichen Jet. Ja. 4 Figuren, den Sentinel weggelassen und 25 Euro draufgeschlagen. Ja, und die Figuren sind auch nicht so cool, ob man die jetzt haben muss. Vielleicht Rogue, die ist ja noch vielleicht interessant, aber Magneto sieht da einem komisch aus. Aber das ist auch, finde ich, sehr Serie. Da sehen die halt ein bisschen anders aus. Ich habe das Set auch schon für 60 Euro gesehen und auch für 60 Euro kauft es niemand. Nee. Na, vielleicht kriegen wir das für ein paar Euro. Nur wegen 50% Figuren. Rabatt, dann vielleicht. Ja. Ach, gibt es wieder neue Figuren? Goblin, Spider-Man, Iron Spider-Man ist das. Ja, wie schon gesagt, baubare Figuren sind nicht meins. Auch wenn es Marvel-Figuren sind. 38 ist auch sehr viel. Das hier haben wir ja auch geholt. Das waren 50% Rabatt, glaube ich. Kann man kombinieren mit diesem. Das habe ich mal aufgebaut, auch sogar reviewed. Fürchterlich zu bauen, hat überhaupt keinen Spaß gemacht. Und ja gut, die Figuren sind cool, aber ich wollte es zwar mal aufbauen in Kombination, aber ich habe so die Lust daran verloren, das zu bauen. Ständig brechen einem hier die Gerüste ein. Nee. Teile sind nicht schlecht. Sonst. Gut, so waren wir wohl weiter. Indiana Jones Sets.
ist auch ein bisschen älter. Jetzt kommen wir auch zu Star Wars. Einen ganz tollen Mech gibt es jetzt da. Luke Skywalkers X-Wing Mech für 16 Euro. Die muss man unbedingt nicht haben. Der hat so hinten so ein Flügelchen dran. Jetzt. Der erinnert mich so an so einen Transformer aus der Serie oder aus dem Ach Film. Ach ja, ja, ne? Die hat auch so Flügel. Das eine Flugzeug da. Was hat das mit Star Wars zu tun? Ja, weiß ich auch nicht. Warum braucht der Mech? Der ist ein Jedi. Der braucht keinen Mech. Komische Tempel. Braucht man auch nicht. Ja, dieses Set hat so gut wie jeder, glaube ich, der Star Wars Fan ist, insbesondere Clone Wars Fan, weil da brauche ich gar nicht viel zu sagen. Die Klone sind einfach cool. Passend dazu Captain Rex. Ja, der ist ganz cool. Kommt vielleicht auch noch mal ein Bauvideo. Also Fans der Clone Wars Serie müssen den einfach haben. Diese Figur war damals auch schon in diesem großen Venator. Ich weiß gar nicht, was der gekostet hatte. War auch nicht 200 Euro ja, oder so? Ja, ich glaube schon. Und es ist die gleiche Figur jetzt. Ja, also schon zwei Mega-Sets. Muss man nur warten. Wenn der auch ein bisschen günstiger schon. Auch ein Hammer-Set ja, haben wir schon. Auch cool. Kann ich ja auch schon mal. Achso, ja. Ganz viele Häkchen. Und sogar mehrmals vorhanden. Ja, die hier unten auch, die beiden. Klonkrieger gehen immer. Dann haben wir den natürlich auch hier. Ja, das ist auch echt cool. Da 55 Euro mögen vielleicht erstmal teuer klingen, aber man hat Vader dabei, man hat Fives, wieder ein Klon. Stormtrooper gehen auch immer, gerade für Army Building. Ein paar Rebellen und coole Steine. Also selbst wenn man das nicht aufbaut, viele weiße Steine, graue Steine, kann man auch bestimmt was anderes Cooles draus bauen. Da kann man auch schön mitspielen, da kann man die so ein bisschen hochwerfen, glaube ich, oder wie war das? Oder so hochschießen. Ja, dass man die so umkippt dann. Und man hat ja hier die Sonderfigur. Soll man hier auch sammeln. Ja, hattest du das jetzt auch schon? Ja. Auch hier eine Sonderfigur. Ja, den habe ich auch. Vielleicht review ich den auch nochmal. Ich bin allerdings noch nicht dazu gekommen, den aufzubauen. Man hat sogar noch R2 dabei, logischerweise. Habe ich auch günstiger gekriegt, statt für 100 Euro. Ich glaube, unter 70 hatte ich dafür ausgegeben. Ja, ich glaube, jetzt ist der Preis auch so ungefähr bei dem Preis. Ja. 70, 75 so. Habe ich neuerdings gesehen. Also diese Seite ist eigentlich top. Alle Sets kann man sich eigentlich bedenkenlos holen. Ja, kann man schon sagen, ja. Ist ja fast alles auch Clone Wars. Ja. Man hat auch drei Dings dann dabei. Einmal Cody, einmal Fives und einmal Rex. Also, was will man denn mehr? Ja, und diesen anderen Captain da. Achso, das ist auch so ein Captain, ja. Weiß ich, war auch so ein Captain? Nee, das sind also Dings-Lego, nee. Ach, hier sind auch noch neue. Ja, dieses kleine Battle Pack mit den Mandalorianern ist auch schon vorhanden. Auch für einen reduzierten Preis. Daneben auch mal wieder ein Clone Wars Set. Oder, ja, Book of Boba Fett war das, glaube ich. Ist auch schon vorhanden. Review auch schon erfolgt. So, ja, die waren ja als Mando, die beiden Sets hier. Genau. Das hier und das. Dieses hier, wegen der Figuren, holen wir uns das sicher mal. Aber 40 Euro. Der Dings ist cool. Der. Finde ich doch happig für dieses bisschen Bauwerk da. Ja, ist nicht viel. Kann man gleich auch zusammenstecken. Das hier und das. Da haben wir ein bisschen mehr Kleinkram. Aber die Figur finde ich echt cool, den Dings. Aber der hat auch kein Schwert dabei. Der hat keine Waffe dabei. Und hier hätte man drei von haben müssen. Ja. In der Serie waren drei Gegner. So, waren nur drei, weiß ich gar nicht mehr. Wie heißt der denn? Paz Vizsla und Moff Gideon, die braucht man ja. Die roten kann man auch gebrauchen mit diesem neuen Helmteil. Vielleicht gibt es sie ja mal im Magazin. Ah, vielleicht. Könnte ich mir vorstellen. Weil sie bestimmt wieder massenweise hergestellt und nicht gekauft werden. Zur Frage, was ist günstiger? Set kaufen oder die Magazine jetzt für 6 Euro? Mal warten wir mal ab, ob es die später in einem Heft gibt. So, jetzt wollen wir weiterblättern. Da haben wir noch die alten Star Wars Sets alle. Auch nicht schlecht.
Speed Champions haben wir auch zwei neue dabei. Einmal Lamborghini, Lambo, V12 ist es, für 27. Und einmal Mercedes haben wir auch. AMG G63 und den SL63 für 50, das finde ich ein bisschen viel. Aber sind ja auch 25 Euro pro Auto, ja, dann ist das wieder günstiger. Den finde ich nicht schlecht, aber weiß ich, den finde ich ein bisschen doof. Der hat so eine komische Nase, sieht der echte ein bisschen besser aus. Das andere sind also besser ältere. Der Ford ist cool. Der Ford, wo ist der? Achso, ja, der ist auch cool. Den haben wir auch. Und hier den Nissan, den braucht man ja. Den wir von der Seite haben wir, glaube ich, nicht. Lego Hausbüschenwerbung können wir empfehlen. Macht super viel Spaß. Ja, diese ganzen Sachen auch so probieren. Echt cool. Besonders für Kinder interessant. Dass man alles machen kann. Jetzt kommen wir zur Technik. Das ist auch nicht so unser Fachgebiet. Ich weiß jetzt gar nicht, ob da so neue Sachen gibt. Das ist alles ein bisschen älter. Ach, hier kommt was Neues. Ab August kommt ein neuer Volvo FMX LKW mit Elektrik-Raupenbagger. Achso, da ist so ein kleiner Bagger drauf. Habe ich gar nicht gesehen. Wir haben ja LKW und Bagger, aber weiß ich nicht. Den finde ich, sieht sehr... Nee, gefällt mir irgendwie nicht. Kantig? Ja, kantig. Kostet auch 200 Euro. Ich mag den Raupenbagger von City. Ja, das sieht ein bisschen schöner aus. Ne, die kleinen sind auch nicht alle neu. Sind auch ein bisschen älter. Hier gibt es ein... Ist das ein Audi? Ne, Porsche, ich dachte schon. So kein Audi. Audi ist der. Ein Porsche GT4 ist das. E-Performance. Der ist auch steuerbar. Fährt auch ein bisschen rum. Hat auch Licht. Ist bestimmt interessant, das mal auszuprobieren, aber viel zu teuer und Technik, wie ja, gesagt, 170 ist nicht unser Euro. Finde ich auch ein bisschen viel. Und Steuerung ist ja auch, glaube ich, nur mit dem Handy. Hat man ja nicht mehr eine Fernbedienung dabei. Das finde ich auch ein bisschen blöd dann. Ja, das ist. Ach, der ist auch neu hier, dieser Königseck. Für 53, da kann man sich, glaube ich, eher den holen. Der sieht schon ein bisschen besser aus als der. Ist zwar diese ganze Technik da jetzt nicht mit drin. Steht auch gar nicht. Kann da irgendwas da so? Ne, steht da so nichts bei. Oh. Also sind, glaube ich, diese auch ein bisschen älter oder sind die alle neu? Nee. Oder war der jetzt auch neu? Nee, der war gleich auch neu, der Audi, oder? Er ist e-tron, 170. Puh. Ja. Nee, nicht unser Gebiet. Da wollen wir mal schnell weiterblättern. Hier haben sie die größeren Sachen auch. Auch die teuren Sachen. Vogel, diese komischen Vogelbilder. Die habe ich auch schon lange nicht mehr im Laden gesehen. Gaming, die Blume finde ich noch ganz gut. Auf 65 finde ich auch ein bisschen viel. Wenn wir auch ein bisschen günstiger machen ja. Können. Und da warte ich auch noch, einen guten Preis kriege, weil die Teile sind nicht schlecht, die dabei sind. Kann man sich das ein bisschen umbauen. Ups, oh, das war das. Da gibt es diesen schönen hässlichen Potterhut. Ja, weiß ich nicht. Da kriege ich Albträume von. Die finde ich nicht schön. Der ist cool. Achso. Ja, den hattest du. Den habe ich auch geholt. Ja, ja. Hat auch richtig Spaß gemacht, den zu bauen. Man hat zwar keine Minifiguren und es ist auch nicht der Maßstab für Minifiguren, aber als cooles Modell. Und wie gesagt, hat richtig Spaß gemacht, das zu bauen. Es gibt so Sets, die machen einfach richtig Fun. Ja. Online-Katalog noch Werbung. Und da war das der Katalog von Juni bis Dezember. Waren zwar nicht alle Neuheiten drin. Das ist ja jedes Jahr so. Diese geheimen Sets dann. Unser Fokus liegt dieses Mal auf
Star Wars, Ninjago, City. Ja, City ist sehr stark dieses Jahr. Und Weil, vielleicht noch ein bisschen Dreams. Das müssen wir mal ja. abwarten. Je nachdem, wie viel Rabatte möglich sind und ob Rabatte möglich sind. Tja. Ja, dann haben wir wohl alles gesagt. Es wird sehr teuer. Könnt ihr auch schreiben, ob das bei euch auch teuer wird oder ob ihr auf viele Sachen verzichten könnt. Ihr könnt euch auf jeden Fall auf das eine oder andere Review freuen. Kann auch mal ein bisschen länger dauern. Es ist davon abhängig, wann wir die Zeit und das Geld haben, ob Rabatte halt schnell verfügbar sind oder nicht. Wir hoffen, euch hat dieses Video gefallen, einen kleinen Eindruck vermittelt. Ja, und dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Tschüss! Tschüss!